Mit dieser Fahrt in die Messehallen begrüße ich euch zu unserem dritten und letzten Video zur diesjährigen Gamescom. Ich werde kurz einen kleinen Überblick über den dritten Pressetag geben, also die Termine, die ich dort für Xbox-User wahrgenommen habe, und dann über die Probleme der diesjährigen Gamescom reden, vielleicht auch der Messe an sich, und dann aber auch klarstellen, was mir definitiv besser gefallen hat im Vergleich zum Vorjahr. Fangen wir aber kurz mit Tag 3 an. Mein erster Termin war bei Recore, also bei Microsoft. Und Fans von Action-Spielen oder die auch Plattformelemente beinhalten, also Spiele wie Metroid Prime oder Mega Man, sollten da wirklich mal einen Blick riskieren. Man merkt die Vorlagen sehr klar, aber man muss auch sagen, dass das durch das Kampfsystem, durch die Begleiter, die man an seiner Seite hat und verschiedene Munitionstypen etc. Durchaus einen Blick wert ist, und man darf auch nicht vergessen, das Spiel kommt nächsten Monat zu einem Preis von 40 €, also denke ich, sollte man da wirklich mal die Augen offen halten, wenn man für die Art Genre etwas übrig hat. Der zweite Termin war dann bei Warhorse, da habe ich mir Kingdom Come Deliverance angeguckt. Das ist ein Mittelalter-Rollenspiel, was in Böhmen angesiedelt ist. Und das sah wirklich sehr, sehr schön aus. Man hat da sehr viel aus der CryEngine rausgeholt. Ich glaube, die haben teilweise wirklich Wälder abfotografiert und 1:1 in die Spielwelt übernommen. Und darüber gepackt dann noch ein sehr ausgeklügeltes Kampfsystem oder überhaupt generelles System. Also die KI, die da im Spiel ist, agiert sehr, sehr klug. Und das Kampfsystem scheint eine Menge Spaß zu machen. Also da sollte man auch definitiv ein Auge drauf behalten. Zuletzt war ich dann bei Activision. Zu Call of Duty will ich eigentlich fast nichts sagen, denn das war wieder fast eine Frechheit, was man uns da als Pressetermin angeboten hat. Dann eigentlich saß man nur in einem Kino, hat 3 Trailer zu Gesicht bekommen, also einmal zu Modern Warfare, dem Remaster und auch dem Zombie-Modus, und dann gab es kurz Inhalte zu der Kampagne von Call of Duty Infinite Warfare. Aber das, ganz ehrlich, kann ich mir zu Hause auch bei YouTube angucken, dafür brauche ich nicht auf die Presse. Es gab keine Entwickler vor Ort, denen man mal ein paar Fragen stellen konnte. Das war wirklich sehr enttäuschend. Das Gezeigte gefiel mir zwar irgendwie auch. Man baute sehr viel Stimmung auf. Action gab es eigentlich in dem Trailer zu der Story von Infinite Warfare eigentlich gar nicht. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, das sieht eigentlich eher nach Halo aus als nach einem klassischen Call of Duty. Ja, ansonsten gab es dann noch Skylanders zu sehen. Da hat man viel Wert auf den Charakter-Editor gelegt. Der scheint ganz umfangreich ausgefallen zu sein. Und die Neuzugänge Crash Bandicoot und Dr. Neo Cortex, die auch dann ein Crash Bandicoot-ähnliches Level im Spiel freischalten. Mein Art Spiel ist Skylanders nicht. Aber ich denke, wer da seine Freude an dem Titel hat, der wird auch, und vor allem wenn man Crash Bandicoot-Fan ist, wird da auch wirklich Freude, vor allem an dem Charaktereditor, aber auch an den neuen Inhalten haben. Ja, das war so viel zu Tag 3, und nun kurz zu der Messe. Was mir gefallen hat, ist tatsächlich die Sicherheitskontrollen. Da hatte ich ein bisschen Bedenken, dass das bei der Köln-Messe ein bisschen drunter und drüber geht. Die sind ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass sie alles perfekt planen. Aber das ging wunderbar schnell, die Mitarbeiter waren sehr freundlich, und das nimmt man doch gerne in den Kauf, dafür hat man dann eine gewisse Sicherheit, und Gott sei Dank ist ja auch auf der Messe nichts passiert. Gefallen hat mir auch, dass sich die ganze Menschenmenge so ein bisschen besser verlaufen hat als in den Vorjahren. Ich war nun zwar nicht am Samstag da, aber am Sonntag nochmal mit einem Kumpel, und ich muss sagen, der Hauptgang, der teilweise in den Vorjahren verstopft war, sodass man kaum durchkam, war nun eigentlich zu jeder Zeit gut passierbar, und generell hat sich das alles ein bisschen auf die Hallen mehr verteilt, und das hat mir sehr gut gefallen. Also man konnte, wenn man wirklich einfach mal nur drüber schlendern wollte, das ganz gut bewerkstelligen. Was mir nicht gefallen hat, war Halle 9, wo Nintendo und Square Enix waren. Die hatten irgendwie nicht so ein wirkliches Konzept für die Warteschlangen, denn die zogen sich teilweise wirklich über die komplette Halle und blockierten die Laufwege um die anderen Stände herum. Also da war teilweise kein Durchkommen mehr, einfach weil die ganzen Fans dort die Wege blockiert haben. Das ist ein bisschen unschön, hat sich in den weiteren Tagen dann auch so ein bisschen gelegt, aber da hätte man vielleicht vorher mal mit einem Konzept ankommen sollen. Ja, was mir nicht gefallen hat, und das hatte ich schon im Tag 1 Video so ein bisschen angedeutet, ist der Consumer-Bereich an sich. Der war nämlich vor allem an dem Mittwoch ein bisschen
ja, lahm, denn man hat einige Stände blockiert, so zum Beispiel EA, damit ja die Presse Inhalte capturen kann aus Battlefield. Da frage ich mich, warum kann man das nicht irgendwie im Business-Bereich machen? Warum muss man da Leute, die vielleicht eine Wildcard haben, daran hindern, Battlefield auch mal ausprobieren zu können? Ich habe selbst auch überhaupt nicht ausprobieren können, weil kurz nachdem das dann fertig war, diese Capture-Möglichkeit, war eigentlich schon so eine lange Schlange, dass man es auch gar nicht mehr versuchen brauchte. Ja, und am Mittwoch wurde auch selbst überhaupt nichts getan. Also die Stände waren leer, die ganzen Shows, die Ubisoft oder 2K veranstalten, wurden nicht abgehalten. Es gab kaum Goodies, die verteilt wurden. Das hat sich allerdings dann fairerweise, muss man das sagen, auch geändert von Donnerstag an. Da wurde dann doch mehr mit Goodies um sich geworfen und es gab so einige Shows, die die Besucher auch so ein bisschen auflockerten und für ein bisschen Spaß und Spannung abseits des Bildschirms sorgten. Dennoch muss man sagen, einige Publisher haben wirklich enttäuschende Stände gehabt, die dann nur mit irgendwelchen Videos oder Präsentationen aufwarteten. Das nimmt gefühlt immer so ein bisschen mehr zu von Jahr zu Jahr und das ist etwas schade. Also man sollte sich da dann doch mehr auf Anspielstationen konzentrieren, meiner Meinung nach, als auf Kinos, denn Trailer kann man auch zu Hause sehen. Also wenn man da in Zukunft ein bisschen was tut, denke ich, könnte die Messe wieder auf einen richtig guten Weg zurückfinden. Und mit diesem Blick auf den Lego Kölner Dom verabschiede ich mich von der diesjährigen Gamescom im Namen von Xbox-User. Ich danke euch für all das Feedback, was wir in den letzten Wochen und Tagen bekommen haben und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Jahr.